Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video dieses Tages. Es ist ein Let's Play Quiz Duell und trägt die Nummer 270. Ich habe hier, wie ihr seht, einige Spiele offen und auch drei Herausforderungen. Und heute fange ich mal vorne an, und zwar mit dem Spiel gegen Schmidt 51. Glaub in Religion, welcher der 12 Apostel wurde kopfüber gekreuzigt? Welcher der folgenden ist keiner der Söhne des Patriarchen Jakob in der Bibel? Aus wie vielen Suren besteht der Koran? Die 2000er. Welcher Modedesigner machte sich mit den Marken von Dutch und Ed Hardy einen Namen? Welchem Beruf ging der 2019 verstorbene Sigmund Jähn nach? Wer oder was ist Pussy Riot? Jetzt spielen wir gegen Tatma, Wunder der Technik. Mit welcher Erfindung steht der Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat, in Verbindung? Wie heißt dieser Kultkleinwagen? Wie hieß das Schaf, das als erstes Lebewesen geklont wurde? So, dann ist jetzt Twipsy 1918 dran. Am 18. April 1930 spielte der britische Sender BBC Klaviermusik anstelle der Nachrichten. Wieso? Zeugen der Zeit. Wie hieß die rassistische Gesellschaftsstruktur in Südafrika, gegen die Nelson Mandela kämpfte? Nach der Schlacht von Zela sprach Gaius Julius Caesar die berühmten Worte Veni, Vidi, Vici. In welchem heutigen Land lag das antike Zela? Medienunterhaltung. Wie hoch war der Minimalgewinn, wenn Stefan Raab in der Show Schlag den Raab von einem Kandidaten geschlagen wurde? Wer ist der Vater von Britney Spears Kindern Preston und Jaden? Die Moderatorin B. Schäfer moderierte eine Talkshow, die 1995 startete und bis 2002 lief. Welchen Vornamen hatte die Moderatorin?
Jetzt ist Schneefrau 1960 die Herausforderung dran. Was nehme ich? Draußen im Grünen. Was ist ein Malinois? Was ist ein Kobel? Was ist eine krause Glucke? Jetzt berthe ich sie. Essen und Trinken. Aus den Wurzeln welcher Gebirgspflanze wird ein gleichnamiger Schnaps destilliert? Hinter welcher Bezeichnung versteckt sich ein Weihnachtsgebäck? Welcher Käse gehört in die Soße einer klassischen Carbonara? Jetzt noch Goethe und dann hätten wir die Herausforderungen mal. Glaube Religion. Unter welchem Namen hielt sich Martin Luther inkognito auf der Wartburg auf? Welche der folgenden Tätigkeiten ist für einen Buddhisten am wichtigsten? Mit Hilfe welcher Früchte werden die Götter in der nordischen Mythologie unsterblich? Jetzt, Herr Rippchen. Zu Beginn des Jahres 2012 bekamen Beyoncé und Jay-Z eine Tochter. Wie lautet ihr Name? Wie heißt ein ehemaliger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Focus? Durch welchen Beruf wurde die deutsche Antonia Toni Garn bekannt? Draußen im Grünen. Von welchem Kraut gibt es glatte und krause Zuchtformen? Welche Farbe hat die Zunge der Giraffe? Die Blätter welcher dieser Pflanzen sehen dem Bärlauch täuschend ähnlich, sind jedoch höchst giftig. Jetzt Fipsi 1874. Er oder sie hat mir eine Nachricht geschrieben. Er, Kai, okay. Da antworten wir kurz drauf. Hi Kai. Danke dir. Ich
Wünsche, die dir dasselbe. Dasselbe. Winke, Männchen und Chicken. So. Jetzt kommt Glaube und Religion gegen Fipsi 1874. Was war laut Aussagen der Bibel Paulus' Mission, bevor er Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnete? Wofür steht diese Gottheit? Zu welcher muslimischen Konfession gehören die meisten iranischen Muslime? Bücher und Wörter. Welches der folgenden Bücher stammt von Charles Dickens und beinhaltet die Charaktere Filuren, Mr. Fagin, Mr. Brownlow und Mr. Sykes? Was tut man redensartlich, wenn man jemandem aushilft? Was bezeichnet man als das kleine Schwarze? Jetzt kommt Harpo 61. Im Labor Newtons zweites Gesetz wird als F ist gleich M mal A beschrieben. Wofür steht das A in der Gleichung? In welchem Bereich der Physik ist das Hubble-Gesetz besonders relevant? Wessen Gesetz besagt, dass etwa 30% aller ersten Ziffern von Zahlen einer sehr großen Datenmenge Einser sind? Glaube, Religion. Wer ist eine Göttin der Toten und Unterwelt sowie der Fruchtbarkeit in der griechischen Mythologie? Mit welcher weihnachtlichen Sagengestalt lässt sich der französische Père Fouettard am ehesten vergleichen? Wie viele Tage nach Ostersonntag feiern Christen das Pfingstfest? Jetzt noch Schmidt 51. Wie lange sind Schweine trächtig? Welchen dieser Fische gibt es wirklich? Was frisst der Riesenhai? Und Schmidt 51 hat noch eine Nachricht geschrieben. So, und das war's jetzt für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.